Hallo, liebe Klemmersteinfans, hier ist euer Captain Baubär und ihr seht es schon, da ist er, fertig, der Leuchtturm des Astronomen, ein Bluebrick Special, die 10.4382, 6.886 Teile stark, 240 Euro teuer, nur bei Bluebricks zu beziehen, ein Modular-Gebäude mit einem ganz besonderen Setting, nämlich einem Leuchtturm auf einer vorgelagerten Klippe im Ozean. Ein, wie ich finde, sehr schönes Set. Ein Setting, was mich natürlich sehr angesprochen hat als kleines Küstenkind. Ich finde prinzipiell, dass Bluebricks in die Richtung deutlich expandieren kann. Ich fand den alten Fischkutter ja auch schon sehr gelungen. Es sind Erweiterungssets angekündigt. Das freut mich schon mal sehr. Wenn ihr jetzt sagt, cool, Modulars, toll, 7000 Teile knapp, uiuiuiuiui, kein Problem. Ich habe einen kleinen Klemmerstein-Online-Shop, die Baubär Boutique, www.captain-baubär.de, blende ich auch hier unten ein. Da habe ich auch Modulars im Angebot, natürlich auch nur von qualitativ hochwertigen Herstellern, wie zum Beispiel Kader einer ist. Und zwar hier das Coffee House, ein Design von Osso Young für Kader, knapp 1000 Teile, 50 Euro. Kann man nichts zu sagen. Ist ein schönes Gebäude, hat viele kleine Details. Man kann das Dach abnehmen, man kann einen Teil der hinteren Wand abnehmen, dann kann man gut reingucken. Und das ist ein guter Einstieg in die Welt der Modulargebäude. Wenn ihr jetzt sagt, okay, schön, aber ich hätte es gerne realitätsbezogener und ich habe auch eigentlich noch nicht mal Platz dafür. Dann kann ich Lotz empfehlen. Lotz hat Miniatursteine, das ist ungefähr ein Drittel kleinerer Stein als die normale Legosteine oder Klemmersteine, den ihr kennt. Da habe ich hier die 1028, den Arc de Triomphe zum Beispiel. Das ist die Nachbildung des gleichnamigen Triumphbogens, der in Paris in Frankreich steht. Ich habe auch noch die Tower Bridge, die in London steht zum Beispiel. Das sind schöne kleine Sets, der liegt bei. Weiß ich gar nicht. 40 Euro, glaube ich, knapp 40 Euro. Da, wenn ihr dann sagt, naja, gut, die normale Modular-Größe hätte ich schon gerne. Ich hätte auch gern was Modernes. Also, das Café gefällt mir tendenziell. Aber ich hätte es gern ein bisschen größer. Ich habe auch noch ein Café in Groß. Ja? Das ist auch von Osso Young, ist dieses Mal von Moltking. Kostet 100 Euro. Hat etwas über 2000 Teile. Ist ein sehr schönes, modernes Design mit diesem schönen Knick auch in der Fassade. Der also schon eine schöne stützende Linie hat. Mit natürlich einer immersiven Bautechnik. Ihr könnt das Ganze auch wieder modular aufklappen und so weiter und so fort. Schönes Set. 100 Euro ist eigentlich auch ein Schnapper dafür. Wenn ihr sagt, jo, auch geil, ich mag Osso Young, ich mag es modern. Mir fehlt aber noch eine Bar und ein kleines Restaurant, um ein bisschen Nachtleben in meine kleine Klemmersteinstadt zu kriegen. Und darf auch gerne ein bisschen anspruchsvoller, ein bisschen umfangreicher sein. Dann habe ich hier knapp 4000 Teile stark die Islet Bar oder Islet Bar. Ja, punktet natürlich mit ihrer wahnsinnig aufwendigen, aus vielen Plates gebauten Fassade. Kostet knapp 150 Euro bei mir im Shop ohne Lichtkit, weil ganz ehrlich, braucht kein Mensch. Ist übrigens das Kaffeehaus auch. Könnt ihr ja mal reingucken. Ich verlinke die Sets unten in meiner Infobox. Dazu gibt es auch in meiner Infobox unten einen kleinen Code, mit dem spart ihr nochmal ein bisschen was auf eure Bestellung. Der gilt übrigens jederzeit, egal ob ihr schon mal bestellt habt oder nicht, also für Neu- und für Bestandskunden. Denn auch Bestandskunden sind mir wichtig. Und wenn ihr denkt so, okay, ein bisschen Merch wäre auch ganz cool, es gibt sie noch, die Captain Baubert-Tasse für einen knappen Zehner, könnt ihr dann mit dazu bestellen. Habt ihr ein kleines Souvenir und wissenschaftlich erwiesen steigert das die Kraft, ne, das Können, um Klemmbausteinsets zu bauen. Nicht wirklich, aber irgendwas muss man sich ausdenken. So, kommen wir aber wieder zu diesem Granatending hier. Kleines Intro für alle, die das vorige Video nicht geguckt haben. Es gibt einen ersten Teil davon, den verlinke ich hier oben. Und dieser erste Teil befasst sich mit den ersten beiden Ebenen. In diesem Fall das Wasser und quasi die erste Ebene, ja, der Felsen sozusagen, also des Fundaments, ja, des Cliffs, auf dem das Ganze hier, dieser Leuchtturm hier aufgebaut ist. Da gehe ich auch schon auf die Details der unteren Etagen ein. Ich zeige es in Nahaufnahmen, da könnt ihr euch das schon mal angucken. Teilweise habe ich auch quasi ein paar Bauschritte vorher schon aufgenommen, damit man einfach Details sieht, die später dann verbaut werden. Dieses Set hat einige Besonderheiten. Auch für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so, ja, gewohnt sind, ein Bluebrick Special zu bauen. Beziehungsweise die gar nicht wissen, was das bedeutet. Sei an dieser Stelle zwei Sachen erwähnt. Die erste Sache ist die Lieferung dieses Sets erfolgt in einem wunderschönen braunen Recyclingkarton.
auf denen ist vorne und hinten das Logo Bluebricks drauf gedruckt und an der Seite ist dann so ein kleiner Sticker, da steht dann der Setname, die Teileanzahl, der Preis und ein kleines Produktfoto. Das ist sozusagen die äußere Erscheinung, die euch dann erwartet. Anleitung werdet ihr auch umsonst suchen, beziehungsweise vergeblich, denn es gibt keine Anleitung in gedruckter Form für dieses Set. Es gibt sie nur als PDF. Das heißt, ihr müsst sie euch entweder auf ein Tablet ziehen oder auf euer Notebook oder habt einen PC im Hintergrund laufen oder ihr druckt sie euch halt aus, was bei 4 Anleitungsbüchern über 200 Seiten natürlich schon ziemlich gehackt ist. Das dritte, was ihr beachten solltet, ist, dass dieses Set über 7000 Teile hat. Das Ganze ist zwar mittlerweile aufgeteilt in Bauabschnitte, das heißt, ihr kriegt vorsortiert nach Bauabschnitt die Teile in Tüten, nummeriert, präsentiert. Das heißt, ihr müsst nicht mehr 7000 Teile auf den Bautisch auskippen und dann alles euch zusammensuchen, so wie es früher bei Bluebrick Specials durchaus der Fall war. Nein, es ist hier alles vorsortiert, das heißt, die Einstiegshürde in den Bau ist geringer. Es ist aber dennoch so, ihr habt 8 Bauabschnitte, ihr habt knappe 8000 Teile. Ihr könnt euch ungefähr ausrechnen, dass ihr da eine sehr hohe Anzahl an Teilen immer noch auf dem Tisch liegen habt. Das müsst ihr halt eben einkalkulieren. Das heißt, ihr braucht eine gewisse Größe von Bautisch. Ihr solltet auch ein bisschen Erfahrung haben, wie man das am besten sortiert. Also ihr solltet das für euch gut sortieren können, damit ihr dann nicht zu lange sucht. Sonst geht auch der Bauspaß gerne flöten. Es ist auch so, da kommen wir jetzt zu mal einer kleinen Tipps- und Tricks-Ecke. Dieses Set hat einen zunehmenden Bauspaßfaktor. Und der geht einher mit der Höhe. Ja? Ich vermesse noch mal ganz kurz, damit ihr wisst, was euch da ungefähr erwartet. Das gute Stück hier ist 48 cm hoch. Ja, und ich würde sagen, das ist ungefähr breit wie tief, ne? Und ungefähr 31 breit und tief. Das ist also schon mal eine ordentliche Größe, ne? Und ihr solltet echt Sitzfleisch haben. Und ihr solltet auch euch darauf einlassen, dieses Set exklusiv mit eurer Aufmerksamkeit zu beschenken. Denn, wie ich schon sagte, mit der Höhe nimmt der Bauspaß zu. Gerade die und die Baseplate mit dem Wasser, mit der Brandung, ist sehr kleinteilig. Es macht eher weniger Spaß zu bauen. Allgemein ist es so, wenn man hier so beim Anleger angekommen ist und sich so langsam hochbewegt in Richtung des ersten Teleskops oder des ersten Fernrohrs, dann wird es deutlich interessanter vom Bauen her. Auch deutlich ein bisschen anspruchsvoller, aber auch deutlich interessanter. Das macht deutlich mehr Spaß. Also mit zunehmender Höhe wächst der Bauspaß. Man kämpft sich so ein bisschen durch die ersten 10 Stunden des Baus tatsächlich. Das seht ihr auch in meinem ersten Video zu diesem Set. Da war ich noch ein bisschen ernüchtert, gerade vom Bau. Und das ist leider wirklich so. Das zweite, fünfte, sechste oder keine Ahnung was Besonderheit dieses Sets ist, ihr werdet denken, okay, ich habe irgendwie noch so ein halbes kleines Lego-Set mit dabei bekommen, denn es bleiben durchaus ein paar Steine über. Ich habe die jetzt mal sortiert in die Farbengruppe Wasser und in die Farbengruppe Erde-Luft. Ja? Das sind diese beiden Säcke an Steinen, die bei mir übergeblieben sind. Dazu kommen hier noch jede Menge Ketten, die man knüpfen könnte. Und ziemlich große Platten. 8 Stück an der Zahl. Auch die bleiben über in Schwarz. Wundert euch nicht. Bei Bluebricks werden öfter mal Steinchen mitgeliefert, die man dann gar nicht braucht. Ich hatte Fehlteile. Alles so im Bereich des, ja, kann man irgendwie kompensieren. Also teilweise haben Round Tiles gefehlt in der richtigen Farbe. Dafür war dann irgendwie, waren dann in Pearl Gold zu viele dabei. Teilweise hatte ich gerade hier bei der Verkleidung vom eigentlichen Leuchtturmgebäude selber fehlten mir dann ein paar 1x3 Plates mit Noppen. Dafür war dann eine 1x3 Fliese da. Okay, es ist in Ordnung. Insgesamt gibt es auch noch, ich glaube, so 12 Aufkleber, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Dieser Aufkleberbogen ist damit bei. Es gab auch mal eine Zeit, da musste man den bei Bluebricks extra mit dazu kaufen. Es sind ja maritime Motive, mehr oder weniger. Ich habe die nicht aufgeklebt, weil ich prinzipiell keine Aufkleber aufklebe. Ich habe aber durchaus darüber nachgedacht. Ich kann leider auch nichts zur Qualität sagen. Ich würde sagen, die ist in Ordnung. Ja, so viel dazu eigentlich. Also wir sind quasi mit dem Einstiegsgeplänkel jetzt durch, mehr oder weniger. Kommen wir noch mal kurz zu der Teilequalität. Ich hatte es schon im ersten Video ein bisschen angemerkt.
Farblich gesehen ist die Konsistenz der einzelnen Farbtöne ein kleines Problem, gerade des Reddish Browns und des Light und Dark Bluish Grays, die haben teilweise wirklich deutliche Unterschiede in der Farbe, was bei dem Set an sich nicht so großartig auffällt, weil das ja an sich farblich schon relativ unruhig ist. Kommen wir später noch drauf zu. Dann ist es so, dass die Qualität der Fliesen sehr schwankend ist. Also prinzipiell ist es so, dass zum Beispiel dieser Dome hier oben oder halt eben die Fliesen hier für die Außenverkleidung oder die Bretterverkleidung oder die Bretterfassade, die sind von solider, guter bis sehr guter Qualität. Dann hat man aber auch so Ausreißer wie zum Beispiel diese Round Tiles, die auf den Geländern aufgebracht werden. Die sind alles andere als glossy. Das sind einfach matte Fliesen, stumpfe matte Fliesen. Haben auch eine geringere Klemmkraft als die restlichen Fliesen in Schwarz. Also würde ich sagen, hier hat Bluebricks von einem anderen Hersteller eingekauft. Das ist zumindest meine Schlussfolgerung. Ob das jetzt stimmt, kann man natürlich auch nicht sagen. Prinzipiell habt ihr hier eine Menge Käseecken. Die haben alle eine gute Klemmkraft. Man muss auch ganz klar sagen, ich habe schon einige Bluebricks-Sets gebaut. Sicherlich nicht 50, 60 Stück, aber schon so 10, 15 Stück. Und von allen Bluebricks-Sets, die ich bis jetzt gebaut habe, ist das die absolute Nummer 1, was Teilequalität angeht. Es ist immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja. Aber es gab so einen Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, so, oh, ich habe hier ganz gute Steine, mit denen macht der Bau Spaß. Und dass ich das mal über ein Bluebricks-Special-Set sage, ist schon echt bewundernswert. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal sagen würde. Wenn ich mir gerade die Star Trek-Sets angucke, was da für ein Murks stellenweise geliefert wurde, wie schlecht die Käseecken gehalten haben, auch die Transkill-Käseecken, die hier hervorragend halten. Ne? Käseecken sind immer diese kleinen 1x1 Brick-Modified, Plate-Modified, je nachdem. So. Also eigentlich sind das Slopes. Ja? 1x1 Slopes. Slope-Tiles 1x1. So könnte man die, glaube ich, nennen. Halten super. Die Pflanzteile haben eine schwankende Klemmkraft. Es gibt auch hier und da mal wieder ein paar verzogene Platten. Ja, nicht so schlimm wie beim Borg-Kubus, aber schon. Und natürlich gibt es, wie sollte es nicht anders sein für ein Bluebricks-Set, so ein paar Teile, die gar nicht funktionieren. Die halten sich aber an Grenzen. Und es gibt, wie gesagt, ein bisschen Ersatzfundus und dann kann man manchmal durchwühlen und hat dann nochmal Glück und findet was. Ja, ist jetzt nichts Besonderes tatsächlich. Ist halt so bei einem Bluebricks Special Set. Aber prinzipiell die Teilequalität würde ich mit gut. Macht Spaß, mit denen zu bauen, unterstützen das Bauerlebnis, behindern es nicht. Ist bei Bluebricks schon mal eine Menge wert. Traurig, dass ich das sagen muss, aber so ist es halt. Puh, gucken wir uns doch einfach an. Was rede ich hier über einen heißen Brei herum? Es gibt gleich noch Detailaufnahmen vom Innenraum und so weiter und ich rede noch was über den Bau und hast du nicht gesehen. Aber gucken wir uns an. Das ist quasi. Ja, ich weiß nicht, ob das die Front sein soll, aber da ist auf jeden Fall der Anleger. Ich würde sagen, dass das die Front ist. Das Ding ist echt wirklich ein detailverliebtes Vintage-Leuchtturmhäuschen vom Allerfeinsten. Man würde sagen, wenn er es Engel und Völkers in seinem Repertoire hätte, da würden die Hipster denen die Tür einrennen. Ja, ein wunderschönes Ding. Wahrscheinlich seht ihr oben gar nicht mehr den Leuchtturm, also den Ausguck. Strotzt nur so vor Details, ist auch an sich super, immer wieder sich einfach auf dem Tisch anzugucken, es rumzudrehen, so wie ich das jetzt gerade tue, und nochmal in die einzelnen Räume reinzugucken, weil das kann man gut, ja, es gibt immer wieder offene Flächen, ja, hier oben im roten Bereich wird es geschlossen, aber gerade unten dieses Zerklüftete, da kann man wirklich gut reingucken, da erkennt man immer wieder neue Details, das macht wirklich Spaß. Da kann man auch mit der Taschenlampe mal reinleuchten, um zum Beispiel hier unten, ne, also hier unten die Höhle zu erkunden und so. Da sieht man nämlich tatsächlich nicht mehr ganz so gut rein. Aber es macht halt super Spaß. Das ist wirklich ein detailliertes Set. Das habe ich auch schon 250 Millionen Mal gesagt. Aber es sind wirklich schöne Details dabei, die man auch erstmal so verwirklichen können muss. Ja? Und das ist der Punkt. Hier gibt es eine Menge Bautechniken, die einfach Spaß machen, die auch ein bisschen mal vor Herausforderungen stellen, die aber immer funktionieren.
Das ist teilweise für Einsteiger nicht geeignet, aber für jemanden, der schon ein paar Klemmbausteinsets hinter sich hat und der mal eine kleine Herausforderung sucht, ist das hier echt eine Empfehlung tatsächlich. Ja, und wer nicht weiß, wovon ich rede, jetzt kommen wir mal zu den Detailaufnahmen des Baus. Seht ihr das Set mal komplett zusammengesetzt? Bisschen detaillierter, ein bisschen neu, bisschen näher dran. Hier ist so ein Aufzug für einen Eimer, ein Lastenaufzug könnte man sagen. Der lässt sich so vor- und zurückschieben. Ja, der ist jetzt nicht besonders sophisticated gebaut. Der macht auch tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn, mehr oder weniger in Sachen von Spielfunktion, weil man damit relativ wenig machen kann. Hier unten geht es rein in so eine kleine, ja, Messe oder Andacht. Zeige ich euch später aber noch. Hier ist dann quasi der erste, ja, das erste Teleskop. Hier ist eine kleine Möwe. Das ist so, ja, so ein runder Balkon. Der ist halt auch so schief eingesetzt. Ne? Der wird dann mit so Slopes mehr oder weniger umgesetzt. Das Ganze ist halt von der Bautechnik her ziemlich interessant gelöst. Hier geht es dann halt hoch in das erste Stockwerk des Leuchtturmgebäudes an und für sich. Hier unten seht ihr auch, ne, da geht es vom Anleger halt hoch. Überall sind diese wunderschönen Lampen, ja, die das Ganze auch erhellen. Hier sieht man dann halt noch, ja, kann man sozusagen, ja, das ist sozusagen der Ausguck des Walfängers oder des Fischers sozusagen. Das ist eine andere Terrasse, die hier vorgelagert wird. Auch hier ist wieder eine Möwe, hier ist ein kleines Feuer, hier sind Harpunen, hier sind so kleine Flaschen. Genau, hier oben seht ihr dann auch das Steuerrad. Ja, das ist so eine Art Kennelement, das kann man ganz frei drehen, das ist also nicht fixiert oder so. Ein bisschen schade, dass es nicht fixiert ist tatsächlich, aber gut, so ist es. Und hier seht ihr natürlich auch, ne, ja, ist das für eine schöne Front hier einmal ist, was es für eine schöne Linie hier gibt. Architektonisch sehr schön gelöst. Hier geht es halt runter in die Messe oder in die Andacht. Also so eine kleine Kapelle könnte man sagen, ist hier unten auch nochmal so eine Lampe natürlich. Hier seht ihr auch nochmal ein paar Ketten. Den unteren Teil vom Gebäude habe ich euch ja schon detailliert im ersten Teil des Videos vorgestellt. Ja, und hier haben wir dann die eher unspektakulärere Seite. Ne? Möchte man meinen, mit dieser Felsformation, die halt so hoch geht. Allerdings könnt ihr das aufklappen. Und dann seht ihr halt Teile der Messe. Ne? Hier sind so zwei Bänke. Hier ist ein kleiner Kronleuchter oder ein relativ großer Kronleuchter. Und hier ist diese Treppe, die man hoch und runter machen kann. Ja, diese Falltür im Endeffekt. Die ist da unter Versteck. Ich mache das mal wieder zu. Und hier sind wir dann schon wieder am Eingang. Ne? Das ist so der Blick, wenn man das Ganze zusammengesetzt sich anguckt. Den oberen Teil des Gebäudes, den zeige ich euch gleich. Hier haben wir nochmal diese schräge Terrasse, ne, ein bisschen detaillierter abgezeichnet, auch nochmal mit dem Teleskop. Da seht ihr auch, wie das da eingesetzt ist. Das macht sehr viel Spaß zu bauen. Hier ist halt nochmal das Bleiglasfenster, das macht auch sehr viel Spaß zu bauen. Genau, und dann haben wir hier halt die Treppe weiter hoch. Ist auch eine schöne Flucht, wenn man sich das mal so anguckt, ne, das geht halt auch relativ weit. Hier haben wir dann auch nochmal so einen schönen Erker. Genau, und hier können wir dann auch nochmal die Messe sehen. Und das ist sozusagen das Innenleben von der ersten Etage oder vom Erdgeschoss, wie man das auch immer bezeichnen möchte. Hier ist halt ein Bett. Hier ist halt jede Menge Tand an der Wand. Ne? Seht ihr schön. Hier in der Mitte ist ein kleiner Ofen. Da ist hier gerade was abgefallen, nämlich eins von den Sitzen in der Messe. Hier ist ein Bücherregal. Ne? Seht ihr vielleicht da so. Ja, hier sind ein paar Fische an der Wand. Also hier ist wirklich eine Menge los. Gibt es viel zu entdecken. Da hinten ist auch noch eine Waffe an der Wand. Das ist sozusagen das Erdgeschoss. Ja. Ihr seht schon, also hier wird viel mit Details gearbeitet. Ich schiebe es euch nochmal ein bisschen rein. Ja, winkel das nochmal ein bisschen an, dass ihr nochmal ein bisschen besser reingucken könnt. Also hier geht wirklich eine Menge ab. Ihr seht auch, hier ist es so transparent, dass hier auch noch Licht ins Gebäude kommt. Das ist echt cool gemacht. Und hier kommen wir jetzt zum eigentlichen Leuchtturm. Der lässt sich hier halt drehen. Ne? Das Leuchtturmlicht, das Warnlicht oder das Positionslicht lässt sich hier drehen. Dieser ganze Komplex hier selber hat keinerlei Innenleben. Also es ist wirklich nur so ein Konstrukt aus Technikliftarm, was da unten das Ganze zusammenhält. Ihr baut das dann halt immer mit so, ja, diese einzelnen Wände quasi in verschiedenen Schichten hoch. Das Ganze ist ziemlich instabil, bis es dann zum Schluss von so kleinen Slow Plates bzw.
von so Winkelplates gehalten wird. Dieses Dach könnt ihr abnehmen. Das Dach ist einer der letzten, ist eigentlich der letzte Bauabschritt, den ihr baut. Das macht auch noch relativ viel Spaß, das zu bauen. Auch hier gibt es wieder diese typischen Fenster, die ihr auch da am Leuchtturm hier halt noch habt. Ne, die Bautechnik macht auch Spaß. Das Dach ist natürlich auch ein bisschen den Elementen ausgesetzt und ein bisschen zugewuchert. Genau, und hier oben ist halt dieser Schwerlastaufzug. Dann ist hier noch ein kleiner Ofen drinne, ne, hier in der Ecke. Und noch ein bisschen Gedöns. Hier ist nochmal ein Teleskop. Hier ist halt nochmal der hohe Ausguck sozusagen. Ne? Und dann ist hier der Leuchtturm. Der hat hier auch noch ein bisschen Verzierung. Und sieht halt auch ein bisschen im Just-Look aus. Der macht jetzt so okay Spaß zu bauen. Hätte ein bisschen schöner sein können. Und natürlich ist hier oben noch eine Möwe drauf. Ihr seht also, ihr bekommt wirklich eine Menge Bauspaß, eine Menge Details für das Geld. Klar, ihr müsst ja Einschränkungen dafür hinnehmen. Ich meine, das Set hat knapp 7000 Teile. Ihr zahlt 240 Euro dafür, dass die Teilequalität keine Rubriksmaßstäbe annimmt. Sollte klar sein. Dass ihr auch keine Lego-Qualität erwarten könnt, dürfte auch klar sein. Dass das Ganze auch nicht so unterteilt ist in kleine Häppchen wie Lego. Das tut mit einer Anleitung, mit der ihr deutlich entspannter bauen könnt, sollte eigentlich auch klar sein. Dafür habt ihr halt eben auch wirklich nur die Farben, die ihr hier seht. Also ihr habt jetzt keine versteckten Signalfarben, damit ihr wisst, auf welcher Seite ihr seid. Außer im Fundament, da sind halt vier kleine Ecksteine verbaut. Damit ihr am Anfang wisst, auf welcher Seite ihr euch gerade befindet. Das war's aber. Er ist einfach verdammt schön. Und er lädt halt immer wieder dazu ein, ihn zu betrachten und sich mit ihm auseinanderzusetzen. Er hat natürlich auch Defizite. Klar. Für mich eines der größten Defizite liegt im Namen begründet. Das Ding heißt Leuchtturm und der leuchtet nicht. Jetzt sagt sie so, ja, okay, naja. Ja, aber ganz ehrlich, ich meine hier oben Leuchtstein rein, den man irgendwie blopp anmacht und dann hier dreht. Also klar, drehen kann man das ja hier oben. Aber warum kommt man nicht auf die Idee zu sagen, jo, wir ballern jetzt hier irgendwie einen kleinen R-Motor rein, hier gibt es irgendwo eine kleine Batteriebox, die man über einen Hebel an- und ausmachen kann und dann dreht sich das Ding und hier oben kommt keine Ahnung, zwei LED-Kits rein oder so. Das könnte man hinbekommen, weil gerade der Leuchtturm ja an und für sich überhaupt kein Innenleben hat. Ja, da sind zwei Liftarme, die gehen ganz nach oben durch, als Verstrebung im Inneren, das ist der Kern und drumherum wird dann halt mit einmal zwei und einmal vier Bricks und einmal eins Bricks und so weiter, werden halt dieses, ja, dieses Oktogon da gebaut. Ja? Und dann ist das Ding durch, ja. Also da ist jetzt kein großartiges Innenleben zu sehen. Also das ist halt auch, wenn ihr das, solange ihr das baut, ist das hier auch ziemlich instabil. Naja. Finde ich schade. Hätte man da einbauen können oder auch einfach nur simplen Leuchtstein. Ne? Hätte dem ganzen Set nochmal was gegeben. Gerade bei so einem Set, wo man eh wirklich jedes Detail lieber nochmal, also wirklich überhaupt nicht an Details gespart hat und lieber nochmal irgendwie hier nochmal ein kleines Detail und da nochmal eine Kiste hin und vielleicht da nochmal irgendwas hinpacken. Wo es eher schon relativ unruhig dann irgendwann wird. Naja, ne, da hätte man irgendwie, das hätte man noch so als Eyecatcher machen können. Klar, ist mir auch bewusst, es ist ein Klemmbausteinset, man kann es umbauen. Man kann es mocken. Bluebricks hat Erweiterungen angekündigt, vielleicht gibt es auch ein Motorisierungskit dafür noch. Keine 70 Euro kosten, da bin ich mir ziemlich sicher, aber wäre eine coole Idee. Wo wir schon mal beim Thema unruhig allgemein sind, ich finde, an und für sich hat das Set eine Farbe zu viel. Gerade beim Wasser. Das Wasser finde ich ein bisschen zu bunt. Ja, vielleicht hätte es das Azur nicht gebraucht. Vielleicht hätte es auch das Light Blue nicht gebraucht. Ich weiß es nicht. Ich finde auch diese Holzfassade hier an und für sich super schön gedacht. Ich meine, das ist eine Anlehnung auch an zig andere Modulas da draußen. Das ist eine beliebte Art und Weise, Häuser zu verkleiden. Das ist vollkommen, es ist einfach schick, es ist praktisch, es kommt diesem Lego-Gedanken auch ziemlich gut und ziemlich nah. Man hätte vielleicht hier ein bisschen Dark Brown noch mit reinarbeiten können, damit es nicht ganz so rot ist. Aber auch das ist eine Geschmacksfrage im Endeffekt. Der Bau der Basis macht wenig Spaß. Ist auch ein Kritikpunkt an der ganzen Geschichte. Alles andere, aber nur Highlights. Ja? Allein wenn man sich das, also nur das Angucken dieses Sets macht schon wahnsinnig viel Spaß. Es ist modular aufgebaut. Top. Ja, also man kann es, obwohl es nicht so aussieht, ne, man kann es
auseinandernehmen. Es geht sogar relativ gut und relativ schmerzfrei. Es hat wahnsinnig viele Details, wahnsinnig viele verspielte Details. Auch viele Details, die man auf den ersten Blick sieht, wahrnimmt und dann erst, ah, das ist ja Rauch. Das ist ja ein Ofen, da kommt Rauch raus. Das ist rauchgebauter Rauch. Diese Bepflanzung der Fassade, ja, diesen verfallenen Charakter oder diese ausgesetzten Elemente darstellt, ist super nett gemacht. Wie dieses Cliff, dieses Steinmassiv aufgebaut ist, wie sich das Ganze integriert architektonisch, ist super schön. Hat Stil, ja, dieser leicht verfallene Anleger mit dieser überwucherten Galerie und so weiter, das ist auch alles schön. Die Möwen sind eine schöne, also ne, diese kleinen Möwen, es ist total simpel, sowas zu bauen, aber es ist einfach super schick. Gibt dem Set halt wieder was, ne? So. Dann viele Bautechniken ergeben super Bild. Alleine die kleinen Fenster hier oben am Leuchtturm machen Spaß zu bauen. Diese Gondel hier oben macht Spaß zu bauen. Dieser Teil hier, wo kann man den denn öffnen? Kann man doch öffnen, oder nicht? Da. Geht in die andere Seite auf. Und stößt dann, sag mal, du warst so. So. Ne? Allein das hier. Dass man das hier aufklappen kann. Super toll. Dieser Treppenaufstieg da unten. Tolle Idee. Dann habt ihr hier dieses Bleiglasfenster. Die Bautechnik von diesem Bleiglasfenster. Toll. Also wirklich. Tolle Bautechniken, toller Detailreichtum, interessante Raumaufteilung, vom Konzept her interessant, so auf dem Markt auch einfach nicht verfügbar. Ja, es ist einfach wirklich ein einzigartiges Design. Die Teilequalität ist gut, die Anleitung ist gut, es gibt wenig Fragezeichen, die ihr beim Bau haben werdet. Natürlich, manchmal ist ein bisschen was verdeckt in der Anleitung, da muss man dann ein bisschen vor und zurück gehen, um genau zu gucken, wo es hinkommt. Aber prinzipiell gibt es da relativ wenig Probleme beim Bau. Es ist einfach schlicht und ergreifend ein wahnsinnig gutes Modular Building. Und ich finde, wenn euch das Setting zusagt und ihr wirklich so einen Leuchtturm mal vorgelagert an der Küste eurer Klemmersteinstadt haben wollt oder einfach eh am Wasser wohnt und einen geilen Eyecatcher haben wollt, in eurem Büro, im Wohnzimmer, im Esszimmer, irgendwo halt. Das ist ein Top-Set, kann wirklich nichts sagen. Ihr braucht Zeit, ja, 20 bis 30 Stunden solltet ihr einkalkulieren. Ihr könnt relativ wenig nebenbei machen, weil man schon hier den kleinen Kasten hier oben anstrengen muss teilweise, um das Ganze gut über die Runden zu bringen, weil auch wirklich nur manchmal viel verlangt wird. Dann gibt es aber auch wieder sehr viele wirklich kleinteilige Bauschritte mit wirklich wenig Teilen, die ihr verbauen müsst. Teilweise finde ich es auch ein bisschen zu aufgefächert, aber im Endeffekt ist das eines meiner Set-Highlights dieses Jahr. Und er wird sicherlich demnächst wieder verfügbar sein. Kauft ihn bitte nicht bei irgendeinem Privatanbieter auf eBay Kleinanzeigen für den doppelten Preis, nur weil er gerade bei Bluebricks ausverkauft ist. Die arbeiten sicherlich mit Hochdruck darunter, damit ihr das Set wieder bekommt. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr eure Meinung zu diesem Set in den Kommentaren unten da lasst. Ich würde mich über ein Abo freuen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meinem kleinen Klemmbaustein-Shop bestellen würdet. Alles kann, nichts muss. ich hoffe, wenn ihr dieses Set gekauft habt, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich damit. Ihr fandet es genauso grandios wie ich. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt mir gewogen, bleibt gesund, baut was Schönes. Euer Captain.